Glaubt nicht einem jeden Geist. 1. Johannes Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Wenn man stets alles übernimmt und glaubt, was irgendwer irgendwo gesagt und prophezeit hat, hätte man vermutlich für nichts anderes mehr Zeit. Es gibt definitiv falsche Propheten, Lügner und falsche Beeinflussungen von Menschen, die keine Ahnung haben, die es nicht gut meinen, die Ideologien folgen, die eine verwässerte Botschaft weitergeben, die versuchen, die Wahrheit zu unterwandern und Gläubige zu manipulieren und entsprechend ihnen die Wahrheit sozusagen wieder auszureden, wenn das möglich wäre. Und gerade in der aktuellen Zeitschiene werden viele vermeintliche Propheten in Anführungszeichen von sich behaupten, solche göttlichen Botschaften zu haben, die Wahrheit gepachtet zu haben, sich auszukennen, von höchster Stelle autorisiert zu sein und entsprechend wissen, was sie sagen. Aber das ist oft nur reine Eitelkeit und Wunschdenken. Und oft sind diese Dinge dann auch so formuliert, dass man alles und jedes damit meinen könnte. Auch die Astrologen arbeiten so auf diese Weise. Es gibt definitiv unreine Geister, also Dämonen, die ihrem großen Vorbild nacheifern und sich als Engel des Lichts ausgeben. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 11, in Versen 12 bis 15, »Was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun und denen den Anlass nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir.« Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes. Wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Und das ist für uns dann auch ein Trost, dass all die Lügner, die Verdreher, die böswilligen Menschen, die uns bekämpfen, uns Christen und Lügen verbreiten, dass die letztlich auch das ernten werden, was sie gesät haben und dass deren Ende dann entsprechend ihrer Taten sein wird und dass dann Gerechtigkeit kommen wird und wir in dem Sinne das dann auch ertragen können, weil wir wissen, dass Gott sowas nicht einfach ignoriert, sondern sie bekommen ihre Rechnung, sie werden entsprechend ihrer Taten, ihres Glaubens, ihres Handelns dann auch von Gott bestraft werden. Das sollten wir bei allem, was wir lesen und hören, auch stets berücksichtigen und prüfen und nicht einfach ungefiltert alles raushauen, was wir hören oder was wir in die Finger bekommen, sondern wir sollen mit der Wahrheit antworten in dem Wissen, dass ihre Lügen keinen Bestand haben werden. Viele wollen sich nur wichtig machen und fühlen sich in ihrem Auftrag dann auch bestätigt, je mehr Menschen diese Botschaften verbreiten und ernster nehmen, als es gut und nützlich wäre. Und jede Kritik an ihrem Verhalten, das nehmen sie sozusagen als Beweis dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sind, weil sie sich dann als eine Art Märtyrer fühlen und meinen, je mehr Leute sie kritisieren und angreifen, desto größer und wahrhaftiger wird ihre Meinung. Das ist letztlich aber genau andersherum. Die Taktik des Teufels besteht aus Verstellung, aus Verwirrung, aus Verleumdung und aus Vereinnahmung. Verstellung, Verwirrung, Verleumdung und Vereinnahmung. So wie seinerzeit im Garten Eden, als er, der Teufel, in Form der Schlange Eva und ihren Mann beeinflusste und zur Sünde trieb. Wichtiger als unangenehme Zukunftshorrorszenarien zu verbreiten, wäre allemal das biblische Evangelium zu verbreiten
und die Christen in ihrem Glauben zu stärken, anstatt ihnen nur zu vermitteln, dass die Welt auf den Abgrund zugeht und alles schlimm und übel ist. Das ist nämlich oft die Botschaft der falschen Propheten und Apostel. Aber das merken wir auch so. Dazu brauchen wir sie nicht, um zu erkennen, dass es mit dieser Welt bergab geht. Sicherlich gibt es interessante Dinge, die man auch ansprechen und aussprechen kann und sollte, aber wo fängt man an und wo hört man auf? Das wäre wichtig zu hinterfragen und dann letztlich auch die richtigen Prioritäten zu setzen. Es ist nicht die Masse an zwielichtigen Informationen, die einem Christen helfen, wach und offen zu bleiben, sondern es ist die gesunde Lehre der Bibel und ein nüchterner Geist. In 1. Petrus 4,7 lesen wir entsprechend: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Mit Nüchternheit fahren wir besser. In dieser Weise sollten wir auch füreinander da sein und uns auf die biblischen Verheißungen stützen und sie uns einander zusprechen und füreinander und miteinander beten. Die Wiederkunft Jesu Christi ist eine dieser Verheißungen. In Lukas 31, Verse 25 bis 28 steht: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Verlassen wir uns darauf und seien wir gleichzeitig erwartungsvoll und nüchtern und prüfen die Geister und beten viel und im Glauben. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar: Als Johannes den Heiligen Geist erwähnt, erinnert er sich daran, dass es in der heutigen Welt viele andere Geister gibt und dass die Kinder Gottes vor ihnen gewarnt werden müssen. So warnt er die Gläubigen, nicht jedem Geist zu vertrauen. Das Wort Geist bezieht sich hier wahrscheinlich in erster Linie auf Lehrer, jedoch nicht nur. Nur weil jemand über die Bibel, Gott und Jesus spricht, heißt das noch nicht, dass er ein echtes Kind Gottes ist. Wir sollen die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Das sind Menschen, die angeblich das Christentum angenommen haben, aber dennoch ein anderes Evangelium predigen. Johannes gibt uns Prüfsteine an die Hand, mit denen solche Menschen geprüft werden können. Der wichtigste Prüfstein für einen Lehrer des Wortes ist: Was denkst du über Christus? Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Es geht nicht so sehr um das Bekenntnis der historischen Tatsachen, nämlich dass Jesus in einem menschlichen Körper in die Welt geboren wurde, sondern um das Bekenntnis zu einer lebendigen Person: Jesus Christus im Fleisch gekommen. Zu diesem Bekenntnis gehört, dass Jesus als Christus Mensch geworden ist. Und ihn bekennen bedeutet außerdem, sich vor ihm als Herrn des eigenen Lebens zu beugen. Wenn wir nun jemanden den Herrn Jesus als den wahren Christus Gottes predigen hören, dann wissen wir, dass er aus dem Geist Gottes spricht. Der Geist Gottes beruft Menschen, Jesus Christus als Herrn anzuerkennen und ihr Leben ihm zu übergeben. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Soweit. In 1. Korinther 1,21 heißt es: Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Wer heute offensiv und biblisch korrekt und wahrhaftig mit seinem Glauben an das Evangelium von Jesus Christus umgeht, wird normalerweise nicht lange warten müssen, bis entsprechend angreifende und verurteilende Reaktionen erfolgen. Der Glaube an Gott und die Bibel ist mittlerweile fast nicht mehr gesellschaftsfähig zu nennen. Die Kirchen passen sich auch mehr und mehr
der toleranten und sogenannten aufgeklärten Gesellschaft an und verkündigen entweder gar kein Evangelium mehr oder höhlen es aus, damit keiner sich auf den Schlips getreten fühlen muss. Sie folgen einer antichristlichen Ideologie und merken es manchmal überhaupt nicht. Ein Spruch sagt, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht mehr ganz dicht sein. Der Zeitgeist lässt grüßen, aber hat das dann noch etwas damit zu tun, was die Bibel über Gottes Wort sagt? Wird Gott diesem angepassten religiösen Gerede von vermeintlich gläubigen Menschen nur zuschauen? Verlassen wir uns darauf, dass Gott hier nicht tatenlos zusehen wird. In Jeremia 23, Verse 29 bis 32 steht über die damaligen Irrlehrer in Israel Folgendes geschrieben. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht Jahweh, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Darum passt auf, spricht Jahweh, jetzt gehe ich gegen die Propheten vor, die sich gegenseitig die Worte stehlen. Passt auf, jetzt gehe ich gegen die Propheten vor, spricht Jahweh, die ihr eigenes Gerede Botschaft nennen. Passt auf, jetzt gehe ich gegen die vor, die erlogene Träume erzählen, spricht Jahweh, und mein Volk mit ihren Lügen und ihrem Geflunker in die Irre führen. Ich habe sie weder gesandt noch ihnen irgendetwas befohlen. Sie nützen diesem Volk überhaupt nichts, spricht Jahweh. Und dies kann man auch auf die heutige Zeit übertragen, denn es verhält sich ja wieder so. Die frömmelnden Leute erdichten sich ihre eigenen Wahrheiten, nach denen ihnen die Ohren jucken. 2. Timotheus 4,3. Und sie nennen dies dann den Willen Gottes oder legen die Bibel so aus, dass ihre Worte weder etwas durchtrennen, weil es stumpfe Worte sind, und niemanden beurteilen und ins Gewissen reden. Aber ist das im Sinne der Bibel? Ganz sicher nicht. In Hebräer 4, Verse 12 bis 13 steht es nämlich ganz anders. Da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus der biblisch begründeten Predigt, Römer 10, 17. Und das Predigen kommt durch die Worte Jesu Christi, durch die Worte im Heiligen Geist ausgesprochen. Aber wenn die Predigt fade, stumpf und verwässert ist, was soll dann für ein Glaube daraus entstehen? Zumindest wohl kaum ein rettender Glaube, worauf es aber letztlich ankommt. Wer nicht den gekreuzigten Heiland Jesus Christus verkündigt. 1. Korinther 2, 2 als einzigen Weg in den Himmel, Johannes 14, 6 und in den Mittelpunkt aller christlichen Verkündigung stellt, der versündigt sich am Wort Gottes und widerspricht dem Willen Gottes im biblischen Evangelium, Johannes 3, 16. Wer bei seinem Dienst und der Verkündigung dieser für das Heil notwendigen Tatsache nicht auch Widerspruch erhält, ist vielleicht schon zu sehr angepasst und auf den Toleranzzug aufgesprungen. Halten wir uns deshalb an das ewige und inspirierte Wort Gottes und machen keine faulen Kompromisse. Gott weiß, wer diejenigen sind, die seinem Wort gehorchen und an Jesus Christus von Herzen glauben. Johannes 6, 44, Gott kennt die Seinen. Wir müssen niemanden überreden oder mit weltlich angepassten, frommen Phrasen die Gnade Gottes im Evangelium sozusagen billig verhökern. Gottes Wort, nicht meine entschärften Interpretationen, wird das ausrichten, wozu Gott es senden wird. In Jesaja 55, Verse 10 bis 11 heißt es: Und wie Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, das Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat, so ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. In diesem Sinne, Gott segne euch.